Hallo zusammen. Heute geht es um das Magazin für die FX Streamline in Kaliber 30. Das ist der letzte Stand vor der Serienproduktion. Also das ist das seriennaheste, was es gibt bisher. Wie auch die Magazine für die HP Max. Gleiches Prinzip. Hier passen dieses Mal 10 Schuss rein und ich habe mal an Slugs und an Pellets besorgt, was ich so finden konnte. Die längsten, die ich habe, sind diese King, aber auch von Zahn oder Zähn, wie man das auch immer ausspricht. Ansonsten sind die Diabolos alle identisch, von der Länge und von der Größe. Das Laden, wie auch vorher, da wo die Kerbung ist, geht Richtung Lauf. Das würde ich nach hinten nehmen, den Finger da drauf legen, den Schlitten leicht reinschieben und dann mit der Spitze zuerst laden. Dann kann man einen weiterschieben, den nächsten nehmen, reintun. Bei den langen ist das ein bisschen problematisch, bei den kürzeren ist das ein bisschen einfacher. Vorführeffekt. Die sind also wirklich am Limit. Gehen auch durch die 7 Joule Variante oder 7,5 Joule nicht durch, aber technisch selbe Prinzip. Auch hier laden, weiterschieben. Ihr seht, mit den kleineren geht das bedeutend einfacher, weil die vorne hinten nicht an oder oben und unten nicht anstoßen. Die haben ein bisschen mehr Spiel in der Länge. 10 Schuss ist nur schon ziemlich lang, der Schlitten. Muss man schon ein bisschen besser arbeiten, als ich das hier versuche mit Kamera parallel hinzukriegen. Auch hier, und dann kann man einfach nachladen. Auch die anderen Slugs hier gehen nicht durch die 7,5 Joule Version. Ich habe alles getestet natürlich schon und lange gebraucht, sie aus dem Lauf wieder rauszukriegen. So hat man sie dann gefüllt. Kamera relativ schwierig ist, klemmt das natürlich alles wieder und später wird jeder einzeln dann von rechts ladend. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diese Schräge auch von links ladend darzustellen. Also dieses Mal das Magazin rechts hinein und dann werden sie entsprechend mit dem Dorn raus gefördert. Der nächste rutscht nach. Natürlich wächst der Schlitten auf der anderen Seite raus. Wir gucken uns jetzt einmal an, wie das Ganze sich dann in der Dream auswirkt und wie das Ganze euch aussieht. So, ich habe jetzt mal zwei Magazine geladen. Spannhebel natürlich nach hinten. Das Magazin mit der Schräge nach unten einführen, sodass es auf der anderen Seite bündig abschließt. Und den Spannhebel nach vorne. Und jetzt machen wir einfach mal zwei Magazine durch. Auch hier Repetiersperre beim letzten. Nachladen. Das Ganze sitzt auch ziemlich bündig nach oben, also sogar noch unter der Höhe. Hier in der taktischen Aufbauversion steht natürlich die Picatinny-Schiene drüber, aber ansonsten ist das in einer Flucht mit der Schwalbenschwanzschiene oder wie das andere heißt, diese 11 mm. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls ich da falsche Größe oder Namen genannt habe. Baut also zu keinem Scope oder ähnlichem auf.
Dafür steht es zur Seite raus. Das ist jetzt Geschmackssache, ob ihr nach oben rausstehen wollt oder haben wollt, wie bei den Originalen oder zur Seite raus. Irgendwohin müssen die Patronen. Weiter geht's. Und durch. Wie gesagt, das ist das letzte Muster. Ab heute startet die Serienproduktion. Alle Links in der Videobeschreibung.